Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Flow State Trading. In diesem Video wirst du einen Weekly Outlook für Gold bekommen für die Woche ab dem 29. Juli. Wir gehen zusammen in den Economic Calendar, schauen an, was steht an nächste Woche und natürlich gucken wir ganz genau, welche Swing-Zonen sind möglich. Letzte Woche hatten wir eine sehr nice Long-Zone und einer unserer Mentees hat sogar mit unserer Swing-Strategie, die wir gerade erarbeiten, damit eine Challenge bestanden in nur einer Woche. Und ich rate dir, dass du wirklich ganz, ganz genau aufpasst und am Start bist und eben schaust, okay, wie kann ich monetarisieren aus diesem Video. Wenn du mehr Infos zum Goldcode haben möchtest, wir haben unsere Intraday-Setups und wir entwickeln eben gerade eben das Swing-Setup, dann schau gerne bei dem Link hier unten vorbei. Es ist amazing, weil du einen mechanischen Trading-Plan für den Goldmarkt hast, den du eben ganz, ganz einfach für dich backtesten kannst und dann auch für dich nutzen kannst. Da gibt es weitere Infos dazu natürlich hier auf dem Kanal und bei Instagram. Jetzt aber gerne ein Like und Subscribe für dieses Video und wir gehen jetzt in den Chart. So ihr Lieben, vor dem Chart schauen wir uns noch kurz an, was haben wir nächste Woche. Einmal ganz klar, wir haben FOMC-Statement und Fed Interest Rate Decision und zwar am Mittwochabend. Das ist ganz cool, denn es ist schon vor August raus aus unserem Bildfeld sozusagen und wir können dann weitergehen. Das heißt, wir werden hier am Abend eine größere Bewegung bekommen und wir haben natürlich zusätzlich noch die Non-Farm Payrolls. Das sind zwei der wichtigsten News, die nächste Woche sind. Das bedeutet, es kann sein, dass die Woche eher langsam wird, eher choppy wird und genau an diesen beiden Tagen größere Bewegungen kommen. Wir sehen es sehr, sehr häufig bei solchen News, dass vorher eher Liquidität aufgebaut wird, die dann eben abgebaut werden kann. Was bedeutet es jetzt ganz konkret für dein Trading und für mein Trading und für unsere Swing-Zonen, die wir besprechen? Eine wichtige Sache ist, dass ich mich nicht davon abhalten lasse, meine Higher Timeframe Setups und meine Swing-Zonen zu traden. Das heißt, diese News, die sind mir zwar bewusst, aber wenn wir in eine meiner Favorite-Zonen kommen, dann trade ich natürlich trotzdem. Das heißt, wir haben immer noch Montag bis Mittwoch Nachmittag Zeit. Das heißt, wenn sich am Montag beispielsweise ein schöner Trade ergibt, dann würde ich den super gerne mitnehmen und dann eben gucken, wie ich ihn vor den News manage. Das kommt wirklich darauf an, wie weit ist er weg vom Entry, wie nah ist er schon an meinem Target dran. Wenn er zum Beispiel nur noch wenige Pips vom Ziel entfernt ist, dann lasse ich den Trade drinnen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir mit der News-Volatilität reingepusht werden. Wenn wir noch sehr nah am Entry sind und der Markt sich nicht wirklich bewegt und eben nicht wirklich liefert, dann würde ich immer sagen, schließt den Trade lieber und sucht euch nach den News nochmal einen neuen Einstieg. Das heißt, ich möchte also wirklich gucken, bekomme ich ein Swing-Setup eventuell schon vor Mittwoch? Dann Donnerstag werde ich sowieso mich nur im Higher Timeframe Bereich bewegen und gegebenenfalls am Freitag nochmal mehr Volatilität. Ich persönlich liebe News-Tage, weil wir einfach da die besten Bewegungen haben oder zumindest die Vorbereitung auf die besten Bewegungen. Jetzt schauen wir in den Chart, gucken, was hat Gold letzte Woche gemacht und was können wir für nächste Woche erwarten. So, ihr wisst es, Lieblingsmarkt Gold und wie schon gesagt, im Goldcode wird gerade eben die Swing-Strategie entwickelt, die basierend auf unseren Intraday-Setups ist. Das heißt also, auch wenn du schon im Goldcode bist, kannst du diese Zeit nutzen und dich wirklich auf die beiden Higher-Timeframe-Setups, Goldcode-Member wissen Bescheid, konzentrieren und diese einstudieren und backtesten, denn die wirst du als Basis brauchen, um danach das Swing-Setup überhaupt traden zu können. Ja? Das heißt also, was wir da jetzt noch machen ist, wir schauen dazu, einen Weekly Bias einzuführen. Wie können wir erstmal entscheiden, in welche Richtung kann es gehen? Und wir wollen natürlich dazu noch wissen, wie managen wir den Swing Trade? Und diese beiden Sachen, die findet ihr im Goldcode. Die werden wahrscheinlich in 2 bis 3 Wochen released, wenn wir alle Backtesting-Ergebnisse zusammen haben. Und die ersten Live-Trading-Erfolge, die haben wir ja bereits. So, jetzt gehen wir aber rein und schauen uns das Ganze an. Wir haben letzte Woche einmal diese starke Bewegung hier retraced. Wir hatten hier einen Abgriff, haben hier die komplette Liquidität rausgenommen. All-Time-High mal wieder in letzter Zeit herausgenommen und ja, wurden dann hier eben rejected, haben hier einen Teil des Sortes retraced und sind jetzt hier unterhalb, das heißt, wir haben auch unterhalb geschlossen und haben hier unten auch relativ viel Rejection bekommen. Gerade Donnerstagabend, Freitag konnten wir dann eben hier sehen, dass wir hier nochmal rejected worden sind, dass hier viel Liquidität lag, die geholt wurde und wir jetzt aber trotzdem uns immer noch unter diesem Tief befinden. Und deshalb wäre jetzt ganz
stumpf nach Charttechnik auch erstmal mein Bias, dass wir diese Liquidität hier unten herausnehmen, ja? Die Wochenliquidität, die hier offen ist. Wir haben hier auch noch eine Imbalance offen auf dem Weekly Chart und ihr wisst ja, dass Imbalancen für mich immer mit das Spannendste sind. Das bedeutet, ich schaue wirklich, wo haben wir die Imbalance und werden wir da rejected oder können wir quasi, wenn die Imbalance gefüllt und gebrochen wird, dann weiter durchtraden. Wir gehen in den Daily Chart und schauen uns an, wie das Ganze hier aussieht und wir sehen schon, dass wir hier noch einiges an Liquidität offen haben und direkt unterhalb einer Imbalance. Das gefällt mir super, super gut als Target, um dort eventuell einen Trade hinzumachen und wir haben eben hier dann den Orderblock vor der Imbalance, haben hier unsere Demandzone, genau. Das heißt, relativ simpel. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert hier? Wir hatten hier so einen typischen Freitags-Reversal-Trade. Das heißt, Mittwoch, Donnerstag starken Abverkauf und am Freitag sind wir eben in dem Vortag geblieben. Das heißt also, auch die komplette Liquidität von Donnerstag ist noch offen. Wir haben auch oberhalb hier noch ein kleines Stückchen Daily-Imbalance. Diese Imbalance hier unterhalb war eben auf Weekly, ist auf Daily aber auch da und wir haben hier noch eine oberhalb. Das heißt, wir wollen erstmal schauen, wie reagiert der Preis jetzt an den Liquiditäten, die wir haben. Wir haben das Daily Low und das Daily High von Freitag, wo wir eben noch Liquidität haben, und aber auch von Donnerstag. Beides ist noch nicht abgearbeitet. Aktuell, wir gehen gleich in H4 und schauen, was uns der Orderflow sagt. Aber was für mich aktuell ein interessantes Setup sein könnte, wäre, dass der Preis hier hochkommt, dass wir entweder diese Liquidität nehmen, tiefer gehen, dass wir diese Liquidität, die über diesen Daily High liegt, nehmen, tiefer gehen und dass wir eventuell nochmal in diesen Docht kommen, aber da würde ich ganz gerne zuerst auf H4 schauen, wie das Ganze aussieht. Ja? Das heißt, wir haben hier also mehrere Möglichkeiten, die potenziell für ein Short-Setup sprechen könnten, auch wenn wir overall natürlich super bullish sind auf Gold. Und wir haben jetzt eben die Situation, dass wir hier im Daily eigentlich eher short sind, diese Liquidität hier unten nicht herausgenommen wurde, diese Imbalance nicht gefüllt wurde und im 4-Stunden-Chart haben wir uns am Freitag aber eher bullish nach oben bewegt, hatten diese Zone, wo der letzte Abverkauf stattfand und die letzte H4-Imbalance war sozusagen gebrochen und befinden uns jetzt eben hier in der Mitte. Deswegen ist für mich interessant, diese Daily-Liquidität, die hier liegt, die Daily-Liquidität, die hier liegt und eben wirklich schauen, wie reagiert der Markt hier und bekommen wir an den Imbalancen oder an der Liquidität ein Short-Setup. Und dann könnte das für mich wirklich schön sein, sozusagen hier zu unserem Wochentarget hier runter zu traden und die Liquidität herauszunehmen. Habt bitte immer im Hinterkopf, dass es genauso gut sein kann, dass wir hier keinen schönen Entry bekommen, dass wir einfach durchbrechen, dass wir long gehen. Es ist immer nur eine Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit sagt mir, dass in ca. 60% der Fällen ich mit meinem Weekly Bias einen Vorteil habe, weil ich sage, okay, in 60% der Fällen weiß ich, wenn diese Woche unterhalb der Vorwoche geschlossen hat, nehmen wir erneut das Wochentief heraus. Aber es gibt immer diese 40% der Fälle, wo das nicht so passiert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, es ist eine Trade-Idee. Wir stellen uns einen Alarm, das werde ich auch direkt jetzt machen. Und wenn der Alarm losgeht, dann können wir eben schauen, okay, bekommen wir ein Setup, bekommen wir kein Setup. Wenn wir keins bekommen, ist das völlig okay, dann werden wir unseren Bias wechseln, zumindest sobald wir das hier oben herausgenommen haben und dann einfach nach einem Long Trade suchen. So wie der Chart gerade eben aussieht, ist das meine Idee. Ich werde sie weiter verfolgen. Es kann natürlich sein, dass der Markt eher konsolidiert, dass wir die Bewegungen, die wirklich hier spannend sind, nur mit News bekommen, ohne vorher jetzt eine krasse Bestätigung zu haben. Dann kann es auch mal sein. Diese Woche wird man eher abwartend sein und schauen, wie verhalten wir uns wirklich bei diesen starken News und vor den starken News. Wenn ich zum Beispiel merke, wir konsolidieren einfach nur an einem Preisbereich, dann halte ich mich ganz einfach raus, weil dann gibt es für meine Higher Timeframe Setups nichts zu tun. Dennoch, ich habe meine Alarme gestellt, ich warte darauf, dass der Alarm sozusagen ausgelöst wird und dann suche ich meine Bestätigung für diesen Trade von diesem Bereich hier runter. Dieser Bereich geht noch bis hier oben, das heißt, wir haben klar hier oben auch noch unsere H4 Supply Zone, von der wir
das Ganze gestartet haben. Das heißt, wir haben im Prinzip drei Möglichkeiten, hier einen Short Entry zu finden. 1, 2 und 3 hier oben. Und das ist die Trade-Idee für nächste Woche. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr, dass du Flowset Trading einschaltest. Gib uns gerne ein Like und Subscribe, wenn dir dieses Video weitergeholfen hat. Und lass mich in den Kommentaren wissen, ob du den Trade von letzter Woche nehmen konntest. Wenn du mehr Infos zum Goldcode haben möchtest, schau gerne mal im Link vorbei. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Deine Alexa.